Herzlich willkommen zur Andacht. Heute mit einem Gedanken zur Zeit. Sie sehen hier auf diesem Epitaph eine Sanduhr. Der Sand in dieser Uhr, er rinnt unaufhaltsam nach unten. Die Lebenszeit von einem jeden von uns verstreicht. Das ist übrigens der Grund, warum wir alle Wert darauf legen, dass das, was wir tun, sinnvoll ist. Keiner von uns will am Ende seiner Zeit feststellen, dass das, was wir getan haben, sinnlos war. Unser Losungstext, der erzählt uns von einem Menschen, der hat schon ganz viel Zeit in der Sanduhr verloren. Das ist ein sehr, sehr alter Mann, hochbetagt, der trotzdem die ihm verbleibende Zeit für etwas ganz Wichtiges nutzt. Ich lese vor aus dem Lukas-Evangelium. Es geht darum, dass Jesus Christus gerade geboren ist und die Eltern bringen das Kind nun in den Tempel. Und da heißt es, und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm Simeon Jesus auf seinen Arm und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Simeon weiß, viel Zeit ist nicht mehr in meiner Uhr. Aber ihm ist es wichtig, dass er diese Zeit mit etwas verbringt, was seinem Leben Sinn gibt. Er wartet auf den Christus, auf den Heiland, wie es dort heißt. Er weiß, bei Jesus wird sein Leben heil. Geduldig geht er regelmäßig in den Tempel, um dort zu beten. Geduldig wartet er darauf, dass sich etwas verändert und sich Gottes Heil in ihm und an ihm verwirklicht. Viele von uns sitzen sehr ungeduldig zu Hause und wissen nicht, wie soll es weitergehen mit der Situation. Was soll geschehen? Die, die noch arbeiten können und dürfen, die schaffen in derselben Zeit bloß noch die Hälfte von dem, was früher normal war. Und sie haben immer weniger Geduld, immer weniger Zeit. Simeon sagt, blickt auf Gott, denn der gibt der Zeit Bedeutung und Sinn. Meine Zeit liegt in Gottes Händen. Ich lade Sie ein, die Zeit anzuhalten und kurz mit mir zu beten. Herr, mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Und deswegen will ich dich bitten, dass du mir hilfst, dass ich meine Zeit mit sinnvollen Dingen fülle. Hilf du mir, zu unterscheiden, was in meinem Leben wirklich wichtig ist und was unwichtig ist. Und dann hilf, dass ich mit deiner Kraft die wichtigen Dinge angehe und dass sie dir zur Ehre gereichen. Amen. Bleiben Sie gesund, behütet und gesegnet. Auf Wiedersehen.